Einen wunderschönen Willkommen zur, ja, wie drücke ich es am besten aus? Und zwar willkommen zur finalen ersten Folge von Mass Effect Andromeda. Und zwar ist es gerade eben vor wenigen Sekunden endlich vom Trial-Test, wie auch immer, Modus in die eigentliche finale Fassung umgeschwungen. Es ist also jetzt public veröffentlicht und wir spielen jetzt gleich weiter an der Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, weil wir können das ja alles mitnehmen und das ist gut so, dass wir das können. Haben wir mit denen hier noch gequatscht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viel voraufgenommen. Unterhalten wir später ihre Erlebnisse in Helios, die Geißel, das machen wir mal später. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. So, denn eigentlich hatten wir hier noch was zu tun, denn eigentlich wollten wir uns doch oder sollten wir so... Ja, sollten wir doch uns mit jemandem unterhalten. Es wurde doch zumindest gesagt, dass wir uns hier unterhalten sollen, aber Ryder, irgendwie... wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Okay, in der Krankenstation. Das ist nicht das hier. Das ist nicht die Krankenstation. Die war unten, ne? Ja, genau, die war unten, die Krankenstation. Da gehen wir mal kurz hin. Ein bisschen muss ich noch an der Performance-Schraube drehen. Ja, weiß ich nicht. Wie bist du denn da runtergekommen? Geklettert. So, das war unsere Butze. Das war die Küche. Okay, eine Küche gibt es ja also auch. Das ist Bathroom. Steht ja draußen dran für Doofe. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Crew Quarters und der Med Bay. Und da gehen wir jetzt mal gucken. Med Bay, Lexi will bestimmt etwas von uns wissen. Hallo Lexi. Ryder. Achso, Arbeit auf Pier. Erinnerungsfragmente? Warum sollte ich da jetzt hinkommen? Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Oder so. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Ich weiß es nicht, es war ein Wendepunkt. Mal gucken. Es war der Moment, in dem seine Reise nach Andromeda wirklich begann. Diese Ereignisse haben dazu geführt, dass Ihre Familie einen neuen Weg eingeschlagen hat. Ja, danke, Lexi. Es tut gut, darüber zu reden. Okay. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wir wollen auch nicht länger stören, denn eigentlich sollten wir uns jetzt langsam mal in Richtung Weltraum machen. Also, wir sind ja schon im Weltraum, aber wir wollen auf Eos wieder zurück, denn auf Eos kamen wir ja nicht weiter. Und warum kamen wir nicht weiter? Genau, wegen der Demo. Das heißt, wir gehen jetzt in die Galaxiekarte und werden uns... So, ja, kurz in Systemansicht. Jawohl. Dann müssen wir hier auch nochmal einmal zurück. Jawohl. Und, Gott, jetzt verwarnt das nicht. Das war es nicht. Das hier wird es gewesen sein. Verstorbener Bruder und ein besserer Anfang. Da sind wir nämlich noch nicht zu Ende. Jawohl. Das Pythias-System. Ich hoffe immer noch, wir können Eos retten. Na klar können wir Eos retten. Wird gar kein Problem werden. Und zwar gehen wir nämlich auf Eos. Es wäre schön, wenn man diese Animation hier überspringbar machen könnte, würde, täte. Denn ich denke mal, wenn man sehr oft jetzt hier Planeten hin und her reist, wird es dann doch auf Dauer ein bisschen eintönig.
Weil man kennt ja die Animation, ne? So, okay, wir müssen auf unseren Landeplatz, da ist die Landezone und drunter, ja, möchten wir. So, die Waffe war doch das, was wir, genau, ist alles soweit in Ordnung, das bleibt. Und dann geht's erstmal. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Ah, ich finde das Geräusch so genial. So, jetzt bin ich mal gespannt auf... Warum haben wir... Oh, jetzt haben wir die Mütze auf, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warum ist denn das auf einmal so... So unperformant? Habe ich irgendwas eingestellt? Also unperformant, ich sehe jetzt immer so parallel, was die FPS-Zahlen betrifft. Und irgendwie... Aber auch nur irgendwie. Oder liegt das daran, dass ich das... Blödsinn. Dass ich das hingenommen habe? Ja. Naja, viel besser ist es nicht. Keine Ahnung. Anlage 1, Versprechen. Ja, da waren wir ja gewesen. Also irgendwas ist... Da muss ich mir nochmal die Einstellung angucken. Neuer Grafikkartentreiber sollte ja auch noch einiges bringen. Extra optimiert, hat Nvidia geschrieben. Nun ja, wir wissen ja manchmal, was das bedeutet. So, ja, ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut. Wir machen eine Schnellreise hier zu diesem Punkt. Und starten dann von hier aus dann mit unserem Nomad und fahren dann schnell rüber zu der Stelle. Im gesamten Gebiet. Ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht mehr als nur ein Schimmer. So. Einmal kurz nochmal Nav-Punkt gesetzt. Genau. Das war ungefähr... Wissen, wo wir hin müssen. Achso, wir müssen rumfahren. Ja, ich sehe es gerade. Hier ist der See. In den See selber können wir ja nicht rein. Achso, zentrieren ist alt. Okay. Gehen wir es an! Da war ein getarntes Vieh. Hui. So, da ist die Brücke. Genau, hier müssen wir runter. Uiuiuiuiui. Ich glaube, das war's. So, da wartet nämlich schon. Na, wer wartet da? Willst du mitkommen? Ich weiß gar nicht. Achso, ich kann gar nicht mitkommen. Okay. So, jetzt können wir endlich hier runtergehen und dann schauen, was wir hier dann erleben werden. Hinter dieser Tür. Hier war ja letztendlich die Demo zu Ende. Oh, wir sollen wahrscheinlich nochmal... Heißt das, wir sollen nochmal Waffen, sicherheitshalber Waffen mitnehmen? Wir hätten die Cat-Panzerung, aber ich glaube, nee, die ziehen wir jetzt ja nicht an. Initiative-Panzerung, da haben wir nichts weiter. Wir haben auch nichts aktualisiert. Das ist alles identisch hier. Munition, Brandmunition, Verbrauchsobjekte. So, Truppenmitglied haben wir auch nichts anderes gerade. Doch, hier könnten wir wechseln, das machen wir aber nicht. Nomad ist klar, brauchen wir nicht machen. Gut. Nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Wow. Oh, Sie sind gut. Das war ich nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Wie tief es da wohl runtergeht. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, PB. Das hier ist der Vordereingang. Springen, okay. Wir werden sehen. Wow. Hey. Wir waren schneller.
Ja, schneller als Pibi. Gut so. Nun komm, du auch. Was soll schief gehen? Wir können da unten unser Jetpack kurzzeitig starten. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt bin ich gespannt. Es funktioniert wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Chaos. Oder ein Gewölbe? Wie sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Okay. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das was ist haben zwar wir? Nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Ein Scanner. Ich gebe Ihnen Deckung. Energiekonsole. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin. Oh. Oh, was ist... Was ist jetzt hier los? Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Die ist hier, zumindest die Energiekonsole. Können wir das hier scannen? Ja, okay. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Ich drücke jetzt hier die Energiekonsole. Mal gucken, was wir hier machen können. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Okay. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Die führt hier hinten durch das Ding. Okay. Wow. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Hier ist ein Schutzschild. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ihre Zentral. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Okay. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt. Ja, das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Okay, ich scanne mal jetzt hier. Die Musterdinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Wow. Es gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Ich registriere leichte Beschädigungen. Das Muster deutet auf das Vorhandensein maßgeblicher Daten hin. Sie sind allerdings nicht zugänglich. Aber wir können es öffnen, okay? Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Na, ich will es nicht aufteilen, es ist so gut. Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Horrorfilme? Ich werde vorsichtig sein. Derzeit? Halten Sie einfach Funkkontakt. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Okay, Mega oder Gigahertz? 10 Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. Naja, ich weiß ja nicht. So, wir... Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns. Falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Guck mal hier, wie weit diese Energieleitung hier geht. Oder die Wasserleitung. Seht ihr da? Wo ist die jetzt hinten? Da hinten geht sie nämlich weiter. Wollen wir hier mal reingehen?
Wow, wow. Wow, 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 wow. Okay, da gehen wir nicht ran. Das ist ein bisschen zu elektrisierend. Hier ist eine Tür. Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Sam, behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Ja. Wir hören Sie, Peavy. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Wow. Ich guck mal kurz wegen der Leitung. Die geht irgendwo da hinten rein. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Aha. Was sind das für Geräusche? Hier ist irgendwas. Reliktschild. Eine Reliktkonsole. Ah, Moment mal. Wartet mal. Boah, das sind so viele neue Eindrücke hier. Sieht aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Lassen wir mal oben. Oh, oh. Was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten. Und darauf zu. Das heißt, ich muss hier fliegen, wa? Warte mal. Wow. Wir könnten... Oh, was ist das da hinten? Aua, aua, aua. Alles hier ist... Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen. Ja, 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 ja. Nicht durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. Wow. Nein, 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 nein. Ja, ja, ich hab's ja vor. Komm. Okay, der ist hin, der ist hin. Au, 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 au. Okay, der ist auch hin. Da hinten ist noch einer. Da kommt noch einer. Hätten wir. Also, was auch immer diese Flüssigkeit ist. Sie brauchen offenbar ein ganzes Aquädukt voll davon. Machen Sie zwei draus. Mindestens. Ich habe gerade eines überquert. Was sind denn das für Viecher hier? Okay. So, die sind hinüber, oder? Huch. Hab ich mich gerade erschrocken. So, da können wir ein paar Überreste mitnehmen. Veredelte Fasern. Relikt-Assembler. Okay. Da drüben geht es auf alle Fälle weiter. Aber ich schaue erstmal mich hier hinten um. Ich glaube, diese Flüssigkeit wird sowas wie eine Energiequelle oder Datenverbindungsleitung, hast du nicht gesehen, sein. Okay, hier ist nochmal eine Konsole. Da können wir ein paar Schutzschilde hochziehen, wie es aussieht. So, wir müssen hier aufpassen, dass wir wieder nicht runterfallen. Okay. Ein bisschen was aufgeladen. Boah, guckt euch das an. Für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Also keine Ahnung, aber guckt euch das mal an. Ach du heilige Kacke. Das ist ja riesig.
Das ist riesig. Wir müssen auf die andere Seite auf alle Fälle. So. Eigentlich müsste diese Flüssigkeit doch längst versiegt sein, oder? Außer natürlich, sie fließt erst wieder, seitdem diese Leitung aktiv ist. Das wäre eine Erklärung. Eine mögliche auf alle Fälle. Jetzt, wir können nicht speichern in der Zeit jetzt. Okay. Das heißt, wir sind vollständig... Warum ist hier eine Tür? Ein Behälter. Reliktprozessorkern und Reliktpolymer. Mhm. Ich bin gespannt, was wir hier aus dem ganzen Kram... Oh, das ist ja riesig. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen, wo sie enden. Ja. Wahnsinn. So, hier waren irgendwo Viecher. Da hinten. Da oben! Noch mehr Relikte! Wo? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich... ob ich gerade treffe. Vorsichtig! Ach, echt? Vor allem... Klappe zu! Augen nach oben! Sie dürfen nicht über uns kommen! Ja! Wenn sie denn hier kommen... Warum dreht er sich nicht andersrum? Nicht nachlassen! Wir haben es fast geschafft! Aua! Haben wir! Klappe zu! Komm her! Okay, komm zurück, da ist einer. Oh, ich habe bald keinen Schuss mehr. Wir müssen aufpassen, höllisch. Wo sitzt er da? Komm her. Hammer. Sauber. Aber das ist doch was. Wo? Wo? Irgendwo ist da ein Vieh. Zumindest laut Karte bzw. Anzeige. Uiuiui. Komm. Haben wir. Noch eins. Und haben wir auch. Hui. Ah, okay. Ich vergesse immer wieder, dass wir diese Dinger hier anmachen können. Nun gut, ich würde sagen, wir werden hier, denke ich mal, in der nächsten Folge weiter auf Forschungstour gehen. Und bis dato sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Firefox.